Da-da! Da-da! Papa! Effendim! Wir haben jetzt in Lyon übernachtet, haben da schön gefrühstückt, deutlich länger als eigentlich geplant. Wir wollten nämlich um 9 unterwegs sein und wir haben jetzt 11 Uhr. Geradeaus! Rechts. Wo ist das denn näher? Wegen dieser Brücke sind wir mehr oder weniger den Umweg gefahren. Ich habe schon vor ein paar Mal gesagt, glaube ich, dass man den Top Gear auch gesehen hat, wie sie da drüber gefahren sind. Wir werden gleich genauso drüber fahren. Leider nur mit dem GTR und nicht mit Sebastians Auto, das wir noch nicht wissen. Die sind leider erst sehr spät auf dem Weg heute, weil das Auto erst spät geliefert wurde. Gut, hol mal mit als erstes runter. Aua, guck mal hier. Guck mal vor, Mama. Wünsch dir was. Ist auf Polnisch. Stolat, niech żyje, żyje nam. Stolat, niech żyje, żyje nam. Ob sie das wohl sind? Oder ob das eine Familie mit zwei Kindern aus Stuttgart ist? Nein. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Alles Gute nachträglich. Danke. Na? Schön, dass ihr endlich da seid. Endlich geschafft. Ja, ich hatte ja gedacht, wir machen jetzt irgendwie alles so ganz praktisch und familientauglich, aber... Ja, ich weiß, dann, das ist auch der Plan. Aber als du gestern dein Fahrzeug verraten hast, dachte ich mir auch so, okay, er hat es ganz genau genommen mit der Familie. Und vielleicht bringt er noch irgendwie die Kinder von aber zwei Cousinen mit. Aber hörst du? Er ist begeistert. Ja. Ja, unsere Kinder. You like it? Yes. Hey. Hi. Hi. Na, wie weit wir gerade? Und? Schick. Möchtet ihr so 5 Minuten Yoga mit mir machen hier? Nö. Hey, Boden, auf dem Boden. Ja. Oh. Okay, also wir haben jetzt den dritten Tag schon hier. Vorgestern sind wir losgefahren in Köln und haben heute erst Sebastian getroffen, der schwuppdiwupps aus München mit einem Sternenkreuzer hinterhergekommen ist. Und morgen tatsächlich starten wir erst mit unserer Zeitrechnung, mit Tag 1. Dann geht es nämlich in die Berge für 8 Tage. Wir sind sehr gespannt. Es ist für uns ein absoluter neuer Rekord eigentlich. Ja, wird auf jeden Fall ziemlich krass, glaube ich. Ganz viele Kurven, ganz viele Pässe, ganz viel Spaß. 2 coole Autos. Wenn das Wetter noch mitspielt, dann bin ich glücklich. Es wird geil. Heute sind wir offiziell Richtung Pyrenäen gestartet. Vom Campingplatz aus in Perpignan. Und schon die ersten paar Kilometer bei Sonnenaufgang durch die wirklich typisch spanischen Dörfer, das werden wir wahrscheinlich noch oft sagen, waren schon so wunderschön, diese engen Gassen und die Häuser, die eigentlich eins wären neben den Felsen. Spanische Häuser? Französische Häuser, du hast recht. Oh mein Gott, das ist so geil! Jawoll, er geht auch quer. Suche nach dem coolsten, spektakulärsten Pass hier in den Pyrenäen haben wir jetzt gerade den Col de Payers bezogen. Ne? Ja. Ganz knapp über 2000 Meter. Und schon beeindruckend. Schon beeindruckend. Vor allem die Landschaft sieht man jetzt kaum leider durch die durch den ganzen Nebel oder die Wolken, die hier rüberziehen. Total aufregend. Das ist was ganz anderes nochmal als Alpenfahren, ja, auf jeden Fall. Aber hier war es auch
einspurig alles. Ja. Also schon ein bisschen schwierig. Tolle Streckenführung. Finde ich auch. Aber also man kann eigentlich sagen, das Highlight heute, weil es gibt nur diesen einen. Richtig. Aber die kommenden Tage werden wir es so machen, dass wir jeden Tag einen Pass raussuchen und für euch ein bisschen genauer kommentieren. Genau. Ja. Und die sind dann auch nicht mehr einspurig. Jetzt, nachdem wir gerade noch gemütlich in Arx-les-Thermes oder sowas gefrühstückt, Mittag gegessen haben, eigentlich länger als wir wollten, sind wir jetzt gerade auf direkten Weg nach Andorra. Und hier ist es jetzt auch das erste Mal am Regnen. Es ist recht neblig, Temperaturen auf 15 Grad runtergefallen. Und wir haben jetzt genau gerade eben in diesem Moment die Grenze nach Andorra überfahren und sind jetzt im Steuerparadies Andorra. Das heißt, nachher erstmal schön Tank voll machen. Schon verrückt, wo man in der Welt rumfährt. Irgendwie finden wir immer jemanden, der eine der vielen unter uns vertretenen Sprachen spricht. Erst die halbtürkische Familie am Campingplatz, jetzt die polnische nette Rezeptionsdame. Das kann auch was werden. Ich hoffe, es bleibt so. Die spricht Polnisch. Ja. Ich würde sagen, die dritte Edition. Auf dem Platz ist 3. Möge es weiter gut reifen. Ja, klingt gut. Das ist auch schon gereicht. Cheers! 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 Hallo! Schön, dass ihr dabei seid. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Nicht vergessen, abonnieren und einen Daumen hoch zu geben.